DAO Game Project, Bandai Namco Entertainment, DIMS Digital Innovator, Unreal Engine, Cryware, Simply Gone. Dieses Spiel speichert automatisch die Eis. Bam, 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 bam. Wow, was für ein Soundtrack. Naja, auf jeden Fall damit hallo und herzlich willkommen zu meinem Livestream zu Sword Art Online Fatal Bullet. Oder für die, die später auf YouTube gucken, hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Sword Art Online Fatal Bullet. What? Muss ich jetzt sexen? Nehmen wir an. Och, come on. Ja, ist okay. Also ich hoffe mal, dass der Ingame-Sound jetzt nicht zu laut ist. Wenn ja, schreibt mir einfach kurz. So, ja, dürfte alles passen. Jo, jo, jo. Gott, oh Gott. So, ja, lass mal auch mal alles so. Räuschen machen wir mal aus. Der Rest passt. Okay, dann leg mal los. Oh, bin ich gespannt. Mein allererstes irgendwas mit Sword Art Online. Also ich habe weder den Anime bisher gesehen, noch irgendwie einen Manga gelesen oder noch sonst irgendwas. Die spielen einen männlichen Charakter. Ja, wir nehmen mal die goldene Mitte. Oh Gott, das kann ich ja komplett alles umstellen. Kopfgröße. Halslänge. Naja. Halsstärke. Ja, wir sind schon ein bisschen. Aber natürlich haben wir breite Schultern. Die Armlänge lassen wir mal. Armmasse. Massephase, Bitch. Normale Handgröße, Oberkörperlänge. Ja. Lass mal so, Taillenumfang. So wirklich viel verändert sich dann jetzt nicht. Ja, Beine trainiert man nicht. So. Wie sieht denn das aus? Mihawk Falkenauge. Also, so. Wow, mega. Auch nicht so schlecht ist. Das ist auch cool. Ja, das gefällt mir auch.
Was zur Hölle? Ja. So. Aus. So. Augenbrauen. So, aufkleben. So, boah. Hä? Das ist ein Dulli-Punkt. Ich schlafe wenig. Soka. Boah. Okay. That's it. Meow. So was das mag ich ja. Autsch. Hast gelbe Augen? Das sind zwei verschiedene Augenfarben. Zwei verschiedene oder zwei gleiche? Weiß es nicht. Halt zweimal rot. Das wäre jetzt eine Überlegung wert. Zweimal rot oder zweimal blau? Oder wirklich beide unterschiedlich? Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Mann. So, Haare. Super Saiyan. Ja, das klassische Schwarz. Strähnchen. Boah, mega. Das sieht auch nicht so dumm aus. Ganz und gar nicht. Oder so ein bisschen gay. Aber so schlimm sieht es gar nicht aus.
Rotes gefällt mir mehr als das mit Blau. Lippen? Oh, ich bin so süß. Make-up. Nein, ich mach's für beide einfach. Kono choushi de iko. Ganbaro. Ikou ze. Otsukare. Sukoshi abunakatta. Yarareta ka. Arigato. Ikou ka ne. Chikara ni narete yokatta. Toubatsu shuryou. Otsukare sama. Yatta. Ganbaro. いい感じだな。お疲れ。頼りなんとか調子だ。この調子で行くぜ。やるぜ。よっしゃ、ボス撃破。嬉しいよ。よし、ありがとう。あ、やられたか。頼りにしてるからな。お疲れ。目を覚ませ。So, ja. Ja, so speichern wir den. Und wie könnte er auch anders heißen als... Nein. Sehen. So. Dann hoffen wir doch mal. Hoppala. Au, 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 au. Dass jetzt richtig losgeht. Ja. Oui. Bam 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 bam. Bam. イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った。Ich sehe, dass du dich einloggen konntest. Musstest du lange warten? あたしよ、あたし。わからないの？可憐で優しいあんたの幼馴染。ここでの名前はクレハよ。よろしくね。あんたは相変わらずね。雰囲気ですぐに分かったわ。どんな雰囲気かって？人付き合いがめんどくさいとか言っている割にはお人よしな感じかな。Danke。突然呼び出したのに、初めての VRMMO に来てくれるレベルの。ORMMO。だから、ありがとね。
さあ、行くわよ。大会が始まるわ。そういえば、GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ？私がいろいろと教えてあげるね。数年前に完全な仮想現実が実現したのは知ってたよね。一人の若き天才、茅場明彦が生み出した夢の新世代ゲームハード、ナーブギア。そして VRMMO、仮想大規模オンラインゲーム、ソードアートオンライン、略して SAO。 多くのゲーマーは SAO をやりたがっていたけど、あんたは MMORPG には興味なかったんだよね。でもそれは正解だったと思う。正式サービス開始日に茅場明彦はプレイヤー約1万人を SAO に閉じ込めて、 HP がゼロになればプレイヤーの命が奪われるデスゲームを始めたのだから。プレイヤーたちは協力して全100層からなるアインクラッドを攻略し現実世界に帰還したけど、犠牲者の数も数千人と聞いているわ。 SAO 事件の影響は大きかったけど、 VR ゲームの火が消えることはなかった。安全性を確保されたナーブギアの後継機アミュスフィアのおかげね。Ja, also komm, Japaner können in wenigen Worten mehr sagen als wir Deutschen. SAO Server をもとに立ち上がった新たなゲーム、ソードアートオリジン、通称オリジン。そして何者かによって VRMMO 開発支援パッケージ、ザ・シードが無償配布されたのをきっかけに、さらにたくさんの VR ゲームが生まれているわ。ここ、ガンゲイルオンライン、GGO もその一つよ。簡単に言えば銃の世界ね。かなり強いプレイヤーが集まっているわ。ゲームコイン現実還元システムを採用しているから、プロとして稼いでいる人たちがいるの。難易度は結構高い方よ。Pay to win! Noch nie. Andersrum. まあ、あまり堅苦しく考えなくていいから。今 GGO は大型アップデートが実施されて大盛り上がりなの。あんたに付き合ってほしいのはそのイベント大会。すっごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって。そういうこと。もちろんお礼はちゃんとするわよ。プライスレスな方向で。それに初心者でもあんたならいい線いくんじゃない？あんたのゲームセンスは信用できるわ。頑張ってあたしのためにお宝ゲットしてね。期待しているわ。おう、erste Quest。バン。Motherfucker? So, Procyon SL2, neue Version der optischen Procyon SL, die noch schneller schießt, nutzt den... Ja gut. Jungfrau Plus? Na dann. Explosion Plus Plus. Uah, Itsuki-san da! Ano hito mo taikai ni sanka suru no kana? So na fushigi so na kao shinai de yo.あそこにいる人。Wieso habe ich jetzt die Auswahl zwischen ziemlich cooler, gut aussehender Kerl und er sieht wie ein Model aus? Ihr wisst, wie ich es meine. Hey, Dummi oder Dulli? Naja. もうどこに注目してんのよ。まあ、確かにかっこいいし、ファンの子も結構いるみたいだけど、あの人は GGO トッププレイヤーの一人、いつきさん。彼
彼が率いるスコードロン、アルファルドは強くて有名よ。スコードロンっていわゆるギルドみたいなものね。いや、君たちも大会に参加するの？あ、はい。クレハ君だよね。噂は聞いているよ。え？あちこちのスコードロンを渡り歩いているんだろう。クレバーな戦況分析が頼りになるって評判いいよね。So, 私の幼馴染なんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど、 GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて冒険好きだね。そういうの嫌いじゃないな。はじめまして、僕はイツキ。銃の戦いはレベルやステータスだけが強さではない。面白い戦いを期待しているよ。では、大阪。Ich hoffe nicht。イツキさんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから、そう簡単に負けないわ。Ja, du bist toll。準備はいい？ OK なら、そこの転送ゲートに入って、大会の会場となるダンジョンに転送されるわ。Also bisher ziemlich viel Gerede, aber es wurde sozusagen, ja, ein bisschen eine Art Tutorial. Da. Okay, ich habe eine Hauptquest im Gange. Aha. Dalien. Aha, okay. Warte. Hauptquests. Es findet ein großes Turnier zum Anlass des neuen großen Updates in GGO statt. Nimm mit Kurier daran teil, damit sie einen seltenen Gegenstand aufspürt. Ups. Na dann. Hier kann ich laufen. Ah, hier kann ich. Boom. Nichts. Ich bin unbewaffnet. Jetzt bin ich bewaffnet. Okay. Oh, ich kann springen. Rechts. Oh. Wie kann ich schießen? Neige L, um dich in der Spielwelt zu bewegen. Wenn du ihn leicht neigst, geht dein Charakter. Wenn du ihn ganz drückst, läuft er. Drücke in der Bewegung L3, um zu sprinten. Bei längeren Sprints wirst du noch schneller. Drücke X, um zu springen. Wenn du aus der Bewegung springst, machst du einen großen Satz in Blickrichtung deines Charakters. Drücke Kreis für einen schnellen Schritt, mit dem du gegnerische Angriffe ganz gut ausweichen kannst. Okay, wo muss ich hin?
Oh nein. Abgestürzt. Kamerasteuerung. Neige R, also rechten Analogstick, um die Kamera in die gewünschte Richtung zu drehen. Mit dieser Funktion kannst du dich umsehen und deine Verbündeten und Gegner ausfindig machen. Du kannst deine Kameraeinstellung unter Kameraeinstellung in den Optionen festlegen. Das Optionsmenü enthält mehrere Einstellungen, die es ermöglichen, das Spiel beliebig anzupassen. Die Optionen enthalten Ton, Kamera, HUD, Bildschirmhelligkeit und mehr. Auch die Schwierigkeit kann hier angepasst werden, allerdings nur dann, wenn vom Titelbildschirm darauf zugegriffen wird. Und keine Sorge, in diesem Menü gewählte Einstellungen betreffen jeden gespielten Charakter. Es werden keine einzelnen Anpassungen beim Charakterwechsel nötig. Du kannst bis zu zwei Waffen gleichzeitig tragen und mit rechten Steuerkreuz zwischen ihnen wechseln. Halte zurück, um die aktuelle ausgerichtete Waffe wegzustecken. Schießen und Geschosskreise. Wenn du eine Waffe ausgerüstet hast und ein Gegner den Kreisrahmen betritt, wird ein Geschosskreis angezeigt, innerhalb dessen deine Kugeln treffen werden. Die Größe des Kreises hängt von der Waffenart ab. Neige rechten Analogstick zum Zielen und drücke R2 zum Feuern. Drücke bei ausgerüsteter Schusswaffe L2, um den präziseren Zielmodus zu öffnen. Drücke zum Nachladen Viereck. Den Kreisrahmen kannst du mit Steuerkreuz nach oben ein- und ausschalten. Okay, Headshots gibt's ja auch. Hier. Yeah. Geschosse auffüllen. Mit Kugelkisten kannst du deine Munition auffüllen. Du findest sie in Dungeons. Geil. Ach, da geht's weiter. Geschosslinie. Geschosslinien sind rote Linien, die manchmal von Gegnern ausgehen und die Flugbahn ihre Geschosse anzeigen. Sie signalisieren dir, dass der Gegner gleich feuert, sodass du noch schnell in Deckung gehen und oder durch Bewegung ausweichen kannst. Hey. Wo ist denn eigentlich meine Lebensanzeige? Schatztruhen. Schatztruhen können verschiedene Gegenstände und Waffen enthalten. Wenn du eine findest, dann mach sie auf und wirf einen Blick hinein. Man weiß nie, was man findet. Kampf-K.O.-Status. Wenn deine LP auf 0 fallen, gehst du K.O. und du kannst dich nicht mehr bewegen, aber keine Angst. Wenn ein Gruppenmitglied dich wiederbelebt, kommst du wieder auf die Beine und kannst weiterkämpfen. Wenn jedoch alle Gruppenmitglieder K.O. gehen, stirbt die Gruppe und ihr werdet alle zurück zur SBC-Glocken geschickt. In GGO gibt es nicht nur PvE-Kämpfe gegen gegnerische KIs, es können auch PvP-Kämpfe gegen andere Spieler stattfinden. Feindliche Avatare sind immer harte Gegner. Denk in solchen Kämpfen daran, dass du mit L2 den präziseren Zielmodus aufrufen kannst, um die Schwachpunkte des Gegners anzuvisieren. Es kann auch eine gute Strategie sein, beim Schießen ständig in Bewegung zu bleiben.
Boah. In Dungeons gibt es Schalter, die Türen öffnen und Warp-Tore. Es gibt auch Fallen, die dir schaden und dich versetzen. Sei also vorsichtig. Und tschüss. GGO の